Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Und unser guter Link ist schon wieder ein wenig müde, der streckt sich mal wieder. Ja, aber wir wollen ja weiterkommen. Das heißt, keine Müdigkeit vorschützen. Hier ist das Symbol. Ich war vorhin schon mal hier. Da hatte Fei mir was gesagt, und zwar, dass wir dieses Symbol uns gut einprägen sollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies das Symbol ist, von dem der Einsiedler sprach, beträgt 80%. Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einprägst. Ja, daraufhin habe ich mich hier mal ein bisschen umgeschaut und ich musste tatsächlich nachgucken, wo das ist. Also zu meiner Schande muss ich das echt gestehen, weil ich das einfach nicht mehr gefunden habe, weil das zu lange her ist. Wir haben dieses Symbol schon mal gesehen. Und zwar, da ist der Häuptling der Q. Aber von dem wollen wir jetzt nichts. Wir haben in der letzten Folge die Wasserdrachenschuppe bekommen. Wir sollen jetzt zum... ja, ist doch Wasserdrachenschuppe, oder? Wir sollen jetzt auf jeden Fall zum Wasserdrachen, der unserem Schwert neue Macht verleihen soll. Ja, nicht, dass ich hier blöd bin. Doch, Wasserdrachenschuppe, genau. Macht ja auch Sinn, denn dadurch können wir tauchen. Dann können wir noch ein paar Rubine einsammeln, die eigentlich nicht viel bringen. Vielleicht kriegen wir einen blauen oder so. Oder auch gar nichts, weil der Baum umkippt. Ich glaube, die Fledermäuse bringen noch ein bisschen mehr. Ach, sei leise da hinten. Na, eine Monsterklaue. Das frisst irgendwie wertvolle Sekunden. Na. Und zwar müssen wir wieder in den Süden des Waldes. Ich glaube, hier ungefähr war das. Ich könnte da einfach mal so ein Signallicht hinsetzen. Mal gucken, wohin es uns verschlägt. So wie ich mich kenne, bin ich jetzt komplett falsch gelaufen. Nee, komplett falsch noch nicht mal. Aber auch nicht ganz richtig. Nee, eigentlich irgendwie hier runter. Nur actually brauchen wir erstmal ein bisschen Ausdauer. Komm, regeneriere dich mal schneller. Dann lauf! Da ist ein Bernsteinhalbmond, wovon wir Hunderttausende haben. Klatsch! Weg! Ja. Oh, noch so einen Schmuckschädel haben wir auch bekommen. Von den Bockblinz. Bockblinze. Komm. Tschüss. Geh mir nicht auf die Nerven. Blödes Viech. Was war eigentlich hier? Gab's hier was? Nee, eigentlich nicht. Ah, immer diese Ausdauer. Obwohl er so jung ist, ist er nicht gerade ausdauernd, der gute Link. Ach, sei still. Das war nämlich hier oben irgendwo. Oh, let me through. Genau da. Tschüss. Genau. Und hier, dieses Ding müssen wir irgendwie aufmachen. Okay, der Kopf von Fei, der leuchtet. Gebieter mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% befindet sich hier die... Hinter diesem Tor eine Flamme. Die Kraft der Göttin, von der dir der Q-Einsiedler erzählt hat, ist wohl der Himmelsstrahl. Er vervollständigt das Siegel. Ich empfehle, den Himmelsstrahl zu sammeln und vor dem Tor das Muster zu zeichnen. Wow. Das Muster zeichnen. Wie ist das gemeint? Moment. So. So. Ich zeichne doch. Was soll das? Ich check das nicht.
Ach, man muss sich genau davor stellen. Ah, okay, und jetzt? Boing. Oh Gott. Ja, das war doch fast richtig, oder? Verdammt. Ich bin meiner unruhigen Hand, ey. So. Komm. Verdammt. Muss man da irgendwie hinkriegen. Na komm. Ja, klappt das jetzt? Aber wie sollen wir das denn machen? Ja, natürlich auch erstmal den großen Mond hier entlang zeichnen. Aus Gründen. Ah, bin ich blöd. Ja klar, ich muss das... Ja, doch. Man sollte manchmal doch drauf hören, was Fei sagt. Ich muss das natürlich vervollständigen. Das hat die doch gesagt hier. Oh, geht das jetzt? Nö, zu krakelig. Doch, funktioniert. Ich kann mich aber auch blöd anstellen. Sorry, Leute. Naja, hat ja nur fast 7 Minuten gedauert. Auf jeden Fall kommen wir hier schon mal weiter. Herabhängen? Nö. Ich glaube, ich springe da immer direkt rein, wa? Geronimo! Direkt mit dem Körper da runter. Ja, platsch. Floriasee. Und wir hören wieder eine wunderschöne Melodie. Und ein Teil der Karte wird aufgedeckt. Der Floriasee. Wird das ja nicht komplett zu einem Let's Fail. Aber ich... Ich würde gerne... Doch, irgendwie... Ich komme nicht gegen die Strömung an. Ich wollte mich hier noch umsehen. Okay, nee, das wird nichts. Okay, lass uns treiben. Moment. Achso, das ist nur so ein Halbmondbernstein. Den brauchen wir ja nicht unbedingt. Ich wollte die Blase mitnehmen. Weil wegen Luft. Oh, was haben wir denn da? Was bist du denn für einer? Was? Noch ein Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Alter, du bist nicht zu übersehen. Naja. Blub. 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 Die Halbmondbernsteine sind mir jetzt einfach mal egal. Ich folge dem Viech jetzt hier einfach. Du Nervensäge, folg mir nicht weiter. Ich sage, es waren die Wasserdrachen. Ja, dann mach doch. Genau zu dem will ich ja. Puh, du bist ganz so weit gekommen, aber hier schaffst du es nicht, ja nicht durch. Dafür bist du zu fett. Du siehst das anders, da versucht er mich zu fangen. Krabums. Unmöglich, ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe. Heißt das, du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, dann kannst du dem Wasserdrachen vielleicht helfen. Was ist los? Es ist erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und ihr gemeiner Anführer, wieder diese roten Kerle, haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen, aber
Es waren doch zu viele. Ihr Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Und unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bringe dich zu ihm. Ja, cool. Mach. War ein bisschen hurtig, ich hab's eilig. Blub. Eine Blase, die zerplatzt. Oh. Eine stachelige Stachelmine. Kaputt. Da stellen die hier einfach so Hindernisse in den Weg. Das kann doch nicht angehen. Hier sollte ein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Dafür versperren uns Felsen den Weg. Und was machen wir jetzt? Kaputt machen? Wobei das voll versperren ist. Klatsch. Okay, so geht das nicht. Man kann ja einfach zwischenher dingsen. Ja. Was machen wir jetzt? Geh weg. Wollen wir mit dieser blöden Schraube einfach gar nichts machen? In die Viecher kommt man ja auch nicht an. Okay, mit dem. Wir müssen bestimmt das Teil in der Mitte da irgendwie kaputt kriegen. Aber ich habe gerade keine Ahnung wie. Aber ich hatte das ja, glaube ich, in der letzten Folge schon angesprochen. Oder der davor. Auf jeden Fall in einer der letzten Folgen. Dass die Wegfindung in dem Spiel irgendwie, keine Ahnung, komisch oder schwierig ist. Im Gegensatz zu anderen Zelda-Teilen. Wo ich absolut keine Probleme hatte, aber hier irgendwie, ich weiß nicht. So, hier ist doch einfach nichts. Irgendwie zum Draufstellen oder so, dass ich eine Bombe runterwerfen könnte. Nix. Das Viech hat da ja auch keine Ahnung. In diesem Monster hilft es, wenn du das Nunchuck ruckartig bewegst, um eine Wasserschraube auszuführen. Das habe ich doch vorhin gemacht. Da fahren die ihre scheiß Stacheln raus und ich renne da rein. Aha. Okay, ich werde offenbar verletzt, aber die gehen jetzt doch auf einmal kaputt. Komm. Dann. Ich muss mit Sicherheit das da machen. Das habe ich mir doch schon gedacht, aber eben hat das nicht funktioniert. Ihr habt es ja gesehen. Wow. Cool. Da haben wir wieder was auf dem Konto. Können wir gut gebrauchen. Denn wir haben ja auch noch einige Upgrades zu kaufen. Also ich glaube, das Schild können wir vielleicht nochmal aufwerten oder so. Heute nicht. Bumm. Da haben wir den Weg. Aber war da rechts nicht auch noch eine versperrte eine Versperrung? Wann sind wir da? Da doch vorne der Wasserdrache. Der wartet da und so. Sorry, ich hab Tinte im Mund. Ich kann nicht sprechen. Ja, immer diesen Tintenfische. Was haben wir denn da? Oh, da ist ja noch so einer. Hallo. Oder sehr seefertigen Quallengedönse. Ah, bitte frisch mich nicht. Keine Angst. Wirklich? Du frisst mich nicht? Da bin ich aber froh. Hier war so viel Lärm und Getöse, da habe ich mich versteckt. Und hab Schluck auf. Aus dem Weg. Ach, jetzt nehme ich auf einmal keinen Schaden. Das ist ja witzig. Glock. So, und den da auch. Den möchte ich nämlich auch gerne frei haben. Bäm.
Oh, zwei Zwannies. Also ein 40er, so gesehen. Wenn da noch zwei blaue wären, dann wäre es ein Fuffi. So, haben wir hier noch was? Ich glaube nicht. Oder? Ist hier noch was? Nö. Nö, nö, nö. Schnauze. Aber was ich gerne ausprobieren würde, kann man hier an der Vogelstatue speichern? Oder geht das unter Wasser nicht? Hallo, Vogelstatue. Hallo. Hallo. Untersuchen. Boah, das geht. Ist ja geil. Das machen wir. Speichervorgang erfolgreich. Und weg bin ich. Und tschüss. So, wir können. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Die Musik, die passt doch irgendwie. Die ist so ganz ruhig und seicht, leise. Passt doch voll zu diesem Unterwasser-Ambiente. Hier, hier, schnell. Was? Du kannst nicht weiter? Ihr Menschen seid ja wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du nicht oben drüber? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Jetzt ganz ehrlich. Komm ich da oben drüber? Oh, da kriege ich hier Hilfe von dem hier. Hallo. Kennst du den Schraubensprungmensch? Wenn du eine Wasserschraube in Richtung der Wasseroberfläche ausführst, kannst du springen wie ein Fisch. Also so ähnlich wie ein Delfin, ja? Okay, dann wollen wir das mal versuchen. Aber, jetzt muss ich einmal eine Runde drehen hier. Oh, ich will ja auch... Bam, das hat man direkt beim ersten Versuch funktioniert. Wahnsinn. Fantastisch. Nicht du, schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrahtschuppe gelungen. Danke. Blödes Viech. Ganz ehrlich. Ja, fantastisch, aber die meine ich nicht. Ich meine die Wasserdrahtschuppe. Die ist voll toll und so. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Nein, schon wieder. Oh Gott. Jetzt hast du da auch noch diese blöden, stacheligen Dinger. Die tun Aua. Die sind nicht so schön. Verdammt. Das Blöde ist, dass hier diese Stacheldinger da sind. Ich komme da nicht vernünftig dran. So. Aber das haben wir gleich. Das haben wir gleich, Leute. Tada! Da bin ich. So, jetzt bloß nicht wieder ins Wasser fallen. Nee, 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 nee. Ja, da gerät er direkt außer Atem hier, der gute Link. Bam. Was soll das? Naja, okay. Dann halt so. Ach, jetzt macht er den Drehschlag. Ist richtig. Dann, wenn man ihn nicht braucht. Typisch Link. So, das schicken wir mal wieder gen Himmel. So, damit haben wir jetzt eine weitere Kiste freigeschaltet. Jo. Ich denke aber, ich werde mich hauptsächlich auf die Story konzentrieren, dass wir das Projekt durchspielen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Remake für die Nintendo Switch. Und dann bin ich am Überlegen, das mit einer vernünftigen Steuerung, hoffentlich, dann zu 100% zu machen. Weil dann kenne ich das Spiel, dann verhaspelt man sich nicht mehr so und man bleibt nicht jedes Mal, wenn man irgendwo anders hin muss, direkt stecken und sucht den Weg. Dann kann man ganz smooth und wunderschön das Spiel durchspielen und zu 100% machen. Auch mit ein bisschen rumblödeln und so weiter, damit das Ganze auch nicht so langweilig wird, sondern ganz lustig. Aber ich versuche das ja schon immer da dieses, ich finde das Wegfinden in dem Spiel halt relativ trocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich versuche das deswegen ja immer mit so ein bisschen herumgeblödelt, so bin ich halt. Na, lass mich in Ruhe und zisch ab! Zisch ab!
Hallo. So, geht. Ein bisschen aufzulockern. Aber wenn man das Spiel kennt, dann läuft das natürlich ein bisschen besser. Deswegen bin ich am Überlegen. Mein geschenkter Göttin. Bin ich am Überlegen, wenn irgendwann mal ein Remake kommt für die Nintendo Switch. Denn für die Wii U gab es ja auch Twilight Princess und Zelda Wind Waker. Was ich mir definitiv auch noch vornehmen werde irgendwann. Aber auch erst, wenn ich die Spiele besser kenne und so. Aus eben diesem Grund, weil ich hier bei diesem Spiel gemerkt habe, es ist tatsächlich zum Let's Playen besser, so für mich jetzt, das Spiel zu kennen. So, aber genug geblödelt und gefaselt. Wir wollen hier weiter. Ich will in der Folge wenigstens zum Wasserdrachen kommen. Ich hoffe mal, wir bleiben nicht direkt in der Cutscene stecken. Ja, da müssen wir wieder springen, das sehe ich schon. Zack. Wurzum! Was bist du denn für einer? Ah, nicht dieser Fisch. Ganz Schwärme dieser Fischer haben die Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Okay, Leute. Scheinbar müssen wir uns mit dem anlegen, aber das werden wir dann erst in den nächsten Part machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Ich mach's gut und ihr macht's besser. Ciao.